Aloha, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit City Skylines, wo auch die Frachtschiffe offenbar relativ geil funktionieren, wenn ich hier sehe, wie stark die beladen sind. Also, das ist gar nicht mal so schlecht. Wo habe ich denn überhaupt den Hafen? Der Hafen, Le Havre. Da ist er doch. Jawohl. Also, da ist echt geiler Betrieb. Bin ich, das heißt mehr oder weniger, eigentlich mehr als weniger bin ich zufrieden damit. Ja, die Größe, die ist noch verbesserungsfähig, das ist ganz klar. Ach, aber ob wir da so viel mehr nochmal rausbekommen aus diesem Gebiet, ich glaube eher nicht. So, wir freuen uns lieber darauf, dass wir wieder nur 1000 Bevölkerung dazu brauchen. Hatten wir zwar schon mal, aber wir sind derzeit auf richtig gutem Weg, weil die ganzen Verstorbenen abtransportiert wurden und entsprechend hier das Ganze losgehen kann. Und dieses gelbe Gebäude mittendrin wirkt auf mich ein kleines bisschen seltsam. Aber hey, wer bin ich, das zu verurteilen? Funktioniert ja sonst ganz gut. Und demnächst können wir ja eigentlich damit mal anfangen, nicht diese Folge, aber wenn wir etwas breiter aufgebaut sind, hätte ich ganz gerne hier eine Monorail. Da hätte ich richtig Bock drauf. Oder ein internes Bahnnetz oder so. Irgendwie in der Art. Das wäre auch gar nicht mal so schlecht. Unser Stadion, das geht relativ gut ab. Also, da kann man echt nicht meckern. Das Problem ist nur, dass die Parkplatztexturen sich etwas mit in diesen Texturen beißen. Ich weiß nicht, ob es da eine Möglichkeit gibt in den Mod-Einstellungen. Ja, das kann ich eigentlich mal kurz gucken. Wo haben wir es denn? Road Core United. Nee. Haben wir offenbar keine Möglichkeit. Schade. Select Road Same. Okay. Mehr gibt es da nicht. Vielleicht in der Overlays. Nee, ich glaube nicht. Realistische Geschwindigkeiten. Verbesserte Fahrzeug-KI. Nein, nicht solange ich keine bessere CPU habe. Die rödelt ja jetzt schon ganz gut. Von daher, lieber nicht. Ach du Kacke. Das funktioniert gar nicht mal mehr so gut irgendwie. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass so viele Leute jetzt wieder einziehen. Das kann natürlich auch sein, dass es gerade deswegen zum Stau kommt. Da müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze mit der Zeit wieder. Wir können ja mal kurz gucken. Fährt nach Hause, fährt nach Hause. Footballstadion. Okay, es sind auch welche, die einfach zum Football wollen. Kann ich verstehen. Ich bin ja selbst ein großer Football-Fan und deswegen war das für mich keine lange Entscheidung, ob wir hier ein Fußballstadion oder ein Footballstadion bauen. Das geht doch eigentlich ganz gut. Oh, theoretisch können wir hier auch nochmal durchs Gebirge, wollte ich schon sagen, noch Fußwege bauen oder so. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Dass die Leute hier zu Fuß runterkommen könnten, das wäre schon cool. Und wir brauchen eigentlich einen Bus. Aber sowas von einem Bus brauchen wir. Der hier richtig schön durch die ländliche Walachei geht. Müssen wir mal sehen, wie wir das am besten abdecken. Oh, Megapolis. Nee, Megalopolis. Wie auch immer. Wir haben es geschafft. 55.000. Yes. Das müssten wir fast schon feiern. Mir fehlt gerade nur der Champagner. Dann machen wir hier noch irgendwie so einen rein.
Weil hier machen wir einfach nur einen ganz stumpfen Kreisverkehr. Irgendwie finden die Leute schon, wo sie hinwollen. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, haben wir Pech. Beziehungsweise nicht wir, sondern unsere Mitbürger. Oh Mann, das ist hier echt größter Bananenverkehr überhaupt. Das ist eigentlich grottig, was ich da mache. Aber egal, ich mache es trotzdem und fühle mich wohl dabei. So, wir haben zumindest einen neuen Bus. Manchmal bringt sie auch so ein bisschen Placebo-mäßig was, dass die Leute sagen, yay, wir haben jetzt Bus. Außerdem können wir Gebiete kaufen ohne Ende. Let's make Daddeltopia great again quasi. So, das sind 15. Ja, ich kann diese Dinger, jetzt kann ich noch dazu holen. Kann ich natürlich hier nicht so ganz vollständig ausnutzen. Ist etwas schade. Aber egal, wir kaufen uns jetzt einfach alles, in der Hoffnung, dass es nicht zu sehr die Geschwindigkeit einbremst. So, das haben wir uns redlich verdient. Und weg von der Ansicht. Oh, und bevor es dunkel wird, also ganz dunkel, ist eigentlich schon ganz dunkel. Ja, guck mal, hier können wir das ganze Ding nehmen. Hier haben wir jetzt auch alle Freiheiten. Dieses Eck können wir nochmal mit einschließen. Da können wir noch ein kleines Städtchen bauen. Ich glaube, da wird aber auch Erzindustrie oder was ist da ganz groß? Das ist die Frage. Ressourcen. Nein, doch nicht. Oh, Erdöl wäre hier in der Theorie, aber Erz wäre noch geiler. Ja, komm, da können wir noch so ein Bergbaustädtchen bauen. Hier oben können wir tatsächlich auch noch etwas errichten. Da gibt es sogar einen eigenen Eisenbahnanschluss, auch nicht schlecht. Und ist hier auch ganz viel Erz oder wie sehe ich das gerade? Ja, sieht ganz so aus. Wobei, nee, das sieht eher erdölig aus. Okay. Und hier natürlich diese ganz große Insel. Und diese Insel, das wären noch so unsere Besiedlungsgebiete. Und da könnte sich dann vielleicht echt so eine Art Insel-Hopping-Verkehr mit der, meine bessere Hälfte zwingt mich, das Fahrrad unserem Auto vorzuziehen und so weiter und so fort. Das ist doch schön. Okay, für den offenbar nicht, aber egal. Nee, eine, wo war ich hier? Monorail, genau. Dass wir die irgendwie so zum Inselhopping benutzen können, das wäre gar nicht mal so schlecht. Hier haben wir auch noch sowas Kleines, Feines. Ja, jetzt haben wir eigentlich alle Freiheiten, die wir wollen. Oh, und da sehe ich, wird noch Wasser benötigt. Sollt ihr haben. Bei mir verdurstet niemand. Halt, zumindest behaupte ich das. So insgeheim lasse ich natürlich alle verdursten. Ihr kennt mich doch. Nicht genügend Verkaufswaren. Was ist denn das für ein Scheiß? Das geht aber gar nicht. Ist die Frage, wo bauen wir jetzt am besten weiter? Wir haben ja jetzt so viele Möglichkeiten. Das ist echt fantastisch. Oh, hier haben wir ja richtig schön Eisenbahnanbindung eigentlich. Ja, da würde ich fast schon hier irgendwie einen Hub errichten oder so, wo wir den Verkehr vielleicht so ein bisschen streuen können. Muss ich echt mal sehen, wie ich das am besten regel. Dann können wir hier vielleicht einen Zoo noch hinpacken. Ja, hier können wir auf jeden Fall nochmal so eine fast schon eigene Stadt für sich errichten. Das wäre, glaube ich, perfekt als nächstes Projekt. Müssen wir nur sehen, wie wir am besten die Leute von der Straße runterbekommen. Klingt jetzt etwas materialisch. Aber ist ja tatsächlich die Problemstellung.
So, hier haben wir ja auch so ein Highway on the Top quasi. Weiß nicht, ob wir sowas nochmal machen. So, ja, jetzt gleich sonnig und dann können wir anfangen mit dem nächsten Großprojekt, mehr oder weniger. Oh, oder wir machen so ein, ja, da hätte ich irgendwie auch Bock drauf, so ein Sunken Highway. What shall we do, Sunken Highway? Das ist gut, ist das, ja. Das könnte der next big shit werden quasi. So, hier gehen wir dann schön rein, ja. Und dann muss das Ganze ja auch irgendwann mal hier raus. Da kommt das dann. Ab jetzt. Haha, so muss das gehen. Genau, und dann müssen wir irgendwie das Ganze runterbekommen. Ist die Frage, wie kriegen wir das am besten hin? Kann ich hier irgendwo sagen, 10 Meter absenken? Mal sehen, wo haben wir die Terraforming Tools? Wo war das nochmal alles? Nee, da bin ich doch schon drauf. Ach hier, ja, schon macht Sinn. Geländemodifikation an, ja, okay. Wobei, ich kann ja mal das Ganze anders probieren. Und zwar, indem ich sage... So, hier können wir das Ganze nämlich auch nochmal ein bisschen gleich runtersetzen. Wenn ich das hier einfach einsenke, wäre auch eine Möglichkeit, dass ich hier die Senke schon reinpacke. Dann muss ich das vielleicht einfach nur oh Mann, das ist doch hier Ditch oder Glätten. Einebnen, da haben wir es doch. Ja, da haben wir es. Können wir hier irgendwie so Gedöns machen. Und dann passt das auch mit den Nachbarn. Yeah. Können wir hier noch nebendran. Den hier zurechtschustern. Und dann kriegen wir den hier irgendwie rein. Perfekto. Gut, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus.
Dann muss ich nur noch den hier irgendwie reingeladdert bekommen. Mache ich das sogar mal ganz frech so. Ich bin zwar eigentlich nicht so der Fan der unterirdischen Verbindungen für sowas, aber egal. Und dann kriegen wir das so untergebracht. Yes! Warum nicht? So, dann haben wir auch die Verbindung irgendwie gemeistert. Was wollen wir eigentlich mehr? Es läuft doch. So, dann kriegen wir auch das hier noch irgendwie gewuppt. Nein, das erstmal gerade sein. Nun 5 oder alles andere gerade. Das ist mir jetzt gerade egal. Oh Mann, die schlechten Wortspielereien, die kommen wieder. Oha, das wollen wir auch nochmal schön glätten. Oha, hier geht's aber ordentlich zur Sache. Naja. Sieht noch nicht schön aus, aber muss ja auch nicht. Ich muss nur mal kurz gucken, reicht das schon aus? Und dann geht's hier hoch. Yes! Relativ gut von der Höhe erwischt. Hätte ich vorher testen sollen, aber egal. Wir machen das Ganze mal eingesunken und es könnte was Gutes werden. Die Frage ist, wo soll das jetzt hinführen? Ah, theoretisch müsste man hier noch was hinmachen. Vielleicht dann auch nochmal hier sowas durchziehen. Müsste nur der Wald entfernt werden. Der Horst namens Horst wäre damit dann weg. Hm. Das ist natürlich weniger schön. Egal, wir können uns ja jetzt sowieso alles möglich erlauben. Wir können Wald völlig woanders hinpflanzen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und mal sehen, ne? Wo kriegen wir den am besten hin? Hier wäre natürlich auch geil für so ein Waldgebiet. Muss ich mal kurz gucken, ob ich das hinbekomme. Ja, wo haben wir es denn? Da ist es doch. Was haben wir überhaupt noch so an Ressourcen? Oh, hier wäre auch Bergbaugebiet sondergleichen möglich. Hier wäre nochmal Landwirtschaft richtig geil. Erdöl. Die Frage, wo machen wir so einen richtig coolen Wald hin? Wir können natürlich auch hier einen Wald machen. So am Rande von irgendwo. Ja, das wäre eine Idee, dass wir da einen Wald hinbekommen. Müssen wir nur sehen, dass wir hier irgendwie... Ne, das ist wieder too much des Guten. So, und hier können wir das Ganze dann hoch machen. So machen wir das gleich so, dann können wir mit der Höhe ein bisschen spielen.
können dann hier irgendwie noch diese Straße hier raufgleiten lassen. Ja. Das ist dann doch ein bisschen niedrig geworden. Aber man kann dem Glück ja noch ein bisschen nachhelfen, ne? Mache ich ja ganz gerne. So, wir helfen dem Glück nach. Und dann passt es auch. So, dann müssen wir noch das könnte aber auch ziemlich daneben gehen, wie mir gerade auffällt. Puh, das müssen wir mal sehen, wie gut das funktioniert am Ende. Weil das ist natürlich eigentlich nicht der schönste Übergang. Gerade wenn das hier der erste ist, da wird, glaube ich, einiges an Verkehr raussprudeln. Das könnte eklig werden. Gucken wir einfach mal, wie es funktioniert und wir werden es dann ja sehen. Nee, das Waldgebiet, das mache ich dann auch in der nächsten Folge und auch einiges anderes. Also das hier wird unser nächstes großes Ding. Da muss ich noch mir überlegen, was man da so Schönes alles reinpacken kann. Aber wir haben hier eigentlich Fläche ohne Ende. Das ist ja fast so groß hier wie das Gebiet. Also da können wir einiges machen. Ich freue mich schon drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ihr Lieben.